ein Vampire-Trainer. Seit 1958 das erste Düsenflugzeug im Werdegang unserer Kampfpiloten. Nun gehen diese Veteranen nicht nur dem Ende ihrer Lebensdauer entgegen, sie vermögen auch immer weniger, unseren heutigen Anforderungen zu genügen. Deshalb begann das EMD mit der Suche nach einem Nachfolger. Der italienische Aermacchi MB-339A. Der spanische Casa C-101. Der französisch-deutsche Alpha Jet und der britische Hawk wurden einer Vorevaluation und Kurzerprobung unterzogen, welche dann im Herbst 1985 zur Reduktion auf zwei Finalisten führte. Der Alpha Jet von Dassault Breguet Dornier und der Hawk der Firma British Aerospace qualifizierten sich für die Detailevaluation. Der Hawk ist ein einstrahliger Tiefdecker, der seine Herkunft aus demselben Stall wie der Hunter kaum verleugnen kann. Obschon für den gleichen Bereich der fortgeschrittenen Schulung bestimmt, unterscheidet sich der Alpha Jet äußerlich sichtbar durch seine zweistrahlige Schulterdeckerauslegung. Höhepunkt der ausgedehnten Evaluationsendrunde waren die kombinierten technisch-taktischen Versuche, während denen beide Flugzeugtypen in der Schweiz ein umfangreiches Erprobungsprogramm zu durchlaufen hatten. Fachleute von GRD und BAMF hatten Gelegenheit, die beiden Typen bezüglich ihrer technischen und betrieblichen Unterschiede genauestens unter die Lupe zu nehmen. Ihre Aufmerksamkeit galt dabei insbesondere den Unterschieden hinsichtlich Konstruktionsmerkmalen, Zuverlässigkeit, Unterhaltsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Augenfällig sehen wir eben, wie der Hawk mit gasförmigem Sauerstoff versorgt wurde, während beim Alpha Jet der ganze kugelförmige Flüssig-Sauerstofftank mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden kann. Im Gegensatz zum alten Vampire-Trainer sind moderne Schulflugzeuge mehrheitlich als Tandemsitzer ausgelegt. Dank erhöhter Anordnung des hinteren Sitzes genießt der Instruktor dennoch eine gute Sicht nach vorne über den Flugschüler hinweg. Die Zweckdienlichkeit der Cockpitgestaltung war denn auch ein wichtiger Vergleichsaspekt in unserer Evaluation. Konstruktionsmäßig unterschiedliche Lösungen mögen wohl oft gleiche oder ähnliche Wirkungen haben. Meistens sind sie aber sowohl mit Vor- wie auch Nachteilen behaftet. Diese zu erkennen, richtig zu beurteilen und mit den Anforderungen zu vergleichen, war letztendlich die anspruchsvolle Aufgabe unserer Evaluationsbeauftragten. Zwei GRD-Testpiloten und fünf Fluglehrer des KFLF waren vor den Versuchen auf Hawk und Alpha Jet umgeschult worden. Während den 6 Versuchswochen in der Schweiz flogen diese 7 Piloten dann auf jedem der beiden Flugzeugtypen ca. 34 Flugstunden in 36 Erprobungsflügen.
Zelt, lange Zelt und Waffe. In enger Zusammenarbeit hatten Flugversuchsingenieure, Testpiloten und Truppenfluglehrer jeden einzelnen Evaluationsflug vorausgeplant. Insbesondere wurde auch eine umfangreiche, systematische Daten- und Informationserfassung vorbereitet. Die Ergebnisse der Flugerprobung sollen es dem Evaluationsteam ermöglichen, die Flugzeuge in Bezug auf folgende Kriterien vergleichen zu können: ihre Leistungswerte und Flugeigenschaften, ihre Eignung für Jet-Grundschulung und fortgeschrittenen Ausbildung sowie ihre Umweltverträglichkeit, zum Beispiel bezüglich Lärmbelastung. Während den 6 Wochen der kombinierten Versuche ist eine große Menge von Daten und Informationen über die beiden konkurrierenden Flugzeuge angefallen. Viel Arbeit wird noch zu tun sein, um all das auszuwerten und die Ergebnisse in aussagekräftiger, vergleichender Form darzustellen. Andere Aspekte als die hier geprüften, so zum Beispiel die Kosten, werden die Wahl unseres neuen Jet-Schulflugzeuges mitbestimmen. Die kombinierten Versuche 1986 haben jedoch eines schon gezeigt: der alte Vampire-Trainer wird in jedem Fall einen überaus fähigen Nachfolger erhalten. Ganz gleich, ob dieser dann Hawk oder Alpha Jet heißen wird.